Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Gottesdienst am Ostersonntag. Vielleicht denken Sie, eine so schöne Osterglocke in der Hand, Zeichen für das Leben. Jesus Christus spricht, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Jesus ist auferweckt. Von Gott dem Vater, er lebt und er regiert. Jesus spricht, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Der Herr ist auferstanden. Halleluja. Wir grüßen all diejenigen, die hier in der Kirche zusammengekommen sind in Wieset, in Westmittelfranken, einem ganz kleinen Ort. Wahrscheinlich wird man es so nicht finden auf der Landkarte. Aber es gibt größere Orte in der Nähe, Herrieden, Feuchtwangen, Dinkelsbühl, Rotenburg, Ansbach, mittendrin Wieset. Und wir grüßen auch ganz herzlich diejenigen, die weltweit die Möglichkeit haben, heute diesen Gottesdienst mitzufeiern. Und sind Sie ganz gespannt und aufmerksam. Fehler kommen vor. Und vielleicht passiert auch ein Fehler, wo Sie zu Hause dann mal so herzhaft lachen. Ja, in diesen Zeiten fällt einem das Lachen sehr schwer. Aber immer wieder gibt es Momente, wo wir herausgerissen werden aus aller Traurigkeit, aus all den düsteren, finsteren Bildern, die uns Tag für Tag ins Haus geliefert werden und wo wir nur beten können und bangen können, dass Gott Einsicht schenkt, dass Gott der Gewalt ein Ende macht und dass er Frieden werden lässt, in dieser Welt Waffen schweigen lässt und den Menschen das gibt, was sie brauchen zum Leben und vor allem auch eben Gottes Wort bekommen, was man braucht, für das ewige Leben. Die Kollekte heute im Gottesdienst ist bestimmt für die Kirchenpartnerschaft Bayern-Ungarn. Sie dürfen sich auch an den Bildschirmen mit beteiligen. Irgendwann wird mal die Kontonummer eingeblendet. Machen Sie sich da keinen Zwang. Sie wissen ja, einen fröhlichen Geber, eine fröhliche Geberin hat Gott lieb. Aber wir wollen danken für alle Einlagen, die gegeben werden. Die Kollekte am morgigen Ostermontag ist bestimmt für unsere Orgel hier in der Kirche. Ich habe es Ihnen gesagt, der Gottesdienst wird live übertragen, aber Sie dürfen ganz getrost sein, von Ihnen sieht man so gut wie nichts. Also sind Sie ganz entspannt, ganz fröhlich. Morgen am Ostermontag Gottesdienst um 9.30 Uhr. Am Dienstag 9 Uhr Eltern-Kind-Gruppe, am Freitag um 16 Uhr die Stellprobe unserer Konfirmandinnen, Konfirmanden hier in der Kirche und am Samstag um 19.30 Uhr Konfirmandenbeichte, wo wir dann Eltern und Paten mit einladen zur Feier des Heiligen Abendmahles. Am kommenden Sonntag feiern wir das Fest der Konfirmation um 9.30 Uhr. Dann nur Abendmahl für unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden. Gleichzeitig auch nächste Woche Kindergottesdienst. Heute feiern auch zeitgleich Kinder Ostergottesdienst mit einem Frühstück verbunden, auch draußen. Wir wünschen auch den Kindern Gottes Segen für den Gottesdienst. Der Herr, er segne unsere Gemeinde und alle ihre Glieder nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen. Ja, Sie hatten sich gedacht,
was hat der Pfarrer jetzt vor mit dieser Osterglocke? Es wird jetzt ein Vorspiel geben zu unserem ersten Lied, Die Sonne geht auf, Christ ist erstanden, im evangelischen Gesangbuch, Lied Nummer 556, die Strophen 1 bis 4. Und während des Vorspiels werden wir hier nach vorn gehen und werden den Dornenkranz am Kreuz bestücken mit dem Zeichen von Ostern. Der Herr ist auferstanden. Halleluja.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir feiern Gottesdienst am Ostersonntag. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Mitten in einer Welt des Leids und des Todes feiern wir Ostern. Und wir brauchen diese Botschaft von Ostern, weil wir immer wieder mit unserer eigenen Schuld konfrontiert werden. Immer wieder sagen wir Dinge, die vor Gott nicht in Ordnung sind. Wir handeln gegen seinen Willen, gegen seine Gebote. Wir nehmen Zuflucht bei dem auferstandenen Herrn, Jesus Christus. Wir sehen auf ihn und bitten den Vater im Himmel: Gott, sei uns Sündern gnädig. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden in Zeit und Ewigkeit. Das schenke Gott uns allen. Amen. Na. Lasst uns beten. Du wunderbarer Gott, dein Licht scheint in der Nacht, dein Leben überwindet den Tod, dein Wort durchdringt die Mauern des Grabes. Komm zu uns und ruf uns ins Leben, der du mit dem Sohn und dem Heiligen Geist lebst und regierst. In Ewigkeit. Die Lesung für den Ostersonntag steht im ersten Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth im 15. Kapitel. Ich erinnere euch, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch fest steht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es so festhaltet,
wie ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr es umsonst geglaubt hättet. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten heute noch leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir, als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Ob nun ich oder jene, so predigen wir. Und so habt ihr geglaubt. Ehre sei dir, Herr. Wir wollen gemeinsam das nizänische Glaubensbekenntnis sprechen. Und es steht unter der Nummer 1150, nee, Seite 1150. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Durch ihn ist alles geschaffen, für uns Menschen und zu unserem Heil. Ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen, durch den Heiligen Geist, von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, richten die Lebenden und die Toten. Seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten und die eine heilige, allgemeine und apostolische Kirche. Wir bekennen eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen. Das nächste Lied singt das Chorensemble.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille um Gottes Geist aus seinem Wort bitten. Aus seinem Glanz und Lichte tritt er in deine Nacht. Und alles wird zunichte, was dir so bange macht. Herr, segne alles Reden und Hören. Amen. Der nach der Ordnung unserer Kirche verordnete Predigttext für den Ostersonntag aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 16, die Verse 1 bis 8. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, Spezereien, Balsam, auf dass sie kämen und ihn salbten. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander, wer wird uns den Stein von der Tür des Grabes wälzen? Und sie sahen auf und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling auf der rechten Seite sitzen, der hatte ein langes weißes Kleid an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt es seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen schnell hinaus und flohen von dem Grabe, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Drei Frauen machten sich auf zum Grab. Drei Frauen, für die eine Welt zusammengebrochen war, denn sie hatten so vieles mit Jesus erlebt. Zuletzt sogar die Auferweckung eines Toten, des Lazarus. Und jetzt ist Jesus nicht mehr da. Er, wenn er spricht, geschieht's. Der, der Wunder tut, ihr Herr und Meister, der ihnen mit so einer Liebe begegnet ist, der sie einfach so genommen hat, wie sie sind, er ist einfach nicht mehr da. Und Jesus war ja noch mehr. Er sollte Israel erlösen. Und nun war er tot. Und sie hatten sich aufgemacht, ihm einen Liebesdienst zu erweisen, voller Traurigkeit. Mit Schmerz machten sie sich auf diesem Weg zum Friedhof, aller Hoffnung beraubt. Der Tod ist unwiderruflich. Und der Stein vor dem Grab hat nicht nur etwas abgeschlossen, nein, ein Siegel der Endgültigkeit. Zu, dicht, trostlos. Mitten in dieser Trostlosigkeit der Frauen, mitten in ihrer Verzweiflung, fängt Gottes Osterwunder an. Sie sehen auf und sehen, der Stein ist weggewälzt. Und jetzt kommt's, das Grab ist leer.
Ein Engel spricht sie an. Sie erschrecken, Furcht, Entsetzen. Was soll das, was hier geschieht? Es stürzt so massiv auf diese unvorbereiteten Frauen ein mit solch einer Wucht. Fassungslos. Sie hatten den Karfreitag erlebt, als grausame und schreckliche Wirklichkeit. Es blieb doch keine andere Wahl, als sich damit abzufinden. Umso überraschender und bestürzender. Jetzt das, was jetzt am dritten Tag ihnen geschieht. Vier Dinge. Die Botschaft. Er ist auferstanden. Im griechischen Text ist es ein Wort, egerte, auferweckt. Gottes Schlusspunkt unter das Geschehen am Kreuz ist ein Doppelpunkt, auferweckt. Das ist das Zentralwort christlichen Glaubens. In diesem Wort auferweckt treffen sich alle Osterberichte des Neuen Testaments, so verschiedenartig sie auch in Einzelheiten gestaltet sein mögen. Er ist auferweckt. Es ist Gottes Tat. Es ist allein sein Handeln. Der Akt der Auferweckung hat keine Zeugen. Wir wissen nichts über das Wie der Auferstehung Jesu Christi. Und darauf kommt es auch gar nicht an. Wir wissen nur, er lebt. Und das ist genug. Unser Glaube ist dadurch nicht nur die Verehrung eines besonderen großen Menschen der Vergangenheit, der den Namen Jesus von Nazareth getragen hat, sondern er ist von den Toten auferweckt. Das ist eine wahnsinnige Botschaft. Ostern beginnt mit den ersten Zeuginnen, mit diesem Entsetzen, mit dieser Fassungslosigkeit, mit dieser Ungeheuerlichkeit. Und deswegen werden sie angesprochen. Entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Er ist nicht hier. Das Grab ist leer. Und das will sagen, dass er wirklich und wahrhaftig auferstanden ist. Es geht hier nicht um das Weiterleben einer Idee. Das Grab war leer. Aber das ist es nun gerade nicht das, was den erschreckten Frauen irgendwie weiterhilft. Das leere Grab ist nicht Stütze ihres Glaubens, so gewiss es ein Hinweis darauf ist, dass die Auferstehung Jesu leibhaftig geschehen ist. Ihr Glaube entzündet sich nicht an dem, was sie sehen, sondern es entzündet sich an dem, was sie hören. Er ist auferweckt. Wenn wir das heute hören, dann sind wir allemal mit unserer menschlichen Logik, mit großem oder kleinem Verstand schnell dazu zu sagen, unmöglich. Es gibt Versuche genug, alle Vernunftgründe anzuführen, die gegen den Glauben sprechen können. Es wegzuerklären, rational wegzudiskutieren. Aber eines haben die ganzen Versuche nicht erreicht. Sie konnten die Botschaft von dem auferweckten Jesus nicht verdunkeln oder gar umstoßen oder ungeschehen machen, dass Jesus auferstanden ist und dass er lebt. Das geschieht. Menschen leben in
dieser Ostergeschichte. Menschen leben hier und heute und wissen, Jesus lebt. Sie wissen, der Tod ist nicht mehr die letzte Grenze. Tod hat seine Endgültigkeit verloren. Wie heißt es in der Offenbarung des Johannes? Fürchte dich nicht, spricht der erhöhte Christus. Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Wir halten einen Moment inne und hören ein Musikstück unseres Posaunenchores. Verkündigt dieses Geschehen. Und das haben die Frauen gemacht. Zuerst noch etwas verhalten, mit Furcht und Zittern. Ein ganz besonderes Gefühl muss das gewesen sein. Sie sind da einfach weg, wie unter Starkstrom stehend. Aber sie sind hingegangen. Und sie werden den Jüngern es erzählen. Ich denke, Ostern, das wäre so, es genau zu erfassen und erklären zu können, das wäre so, wie wenn man richtig in die Sonne hineingehen würde. Und das geht nicht, wir würden verbrennen. Wir dürfen uns immer an dem freuen, was die Sonne für eine Kraft, für eine Wärme ausstrahlt. Und es ist für uns wesentlich verträglicher, wenn wir dann die Blumen blühen sehen, wenn wir uns erfreuen können über einen Sonnenaufgang und wenn wir vielleicht sogar eine Sonnenbrille haben und etwas abgedunkelt uns an der Sonne erfreuen können. Ja, so ist es wahrscheinlich mit der Auferstehung. Wir hätten es überhaupt nicht ertragen können, es so zu sehen, wie es Gott gemacht hat. Es ist unglaublich. Und diese Frauen fragen nicht länger nach. Sie lassen sich bewegt einfach
den Befehl geben, gehet hin. Das, was einem hier widerfährt, wo man angesprochen wird von Gottes Wort, das setzt einen in Bewegung. Nebenbei gesagt, Ostern will uns nicht nur erbauen. Wir leben wahrscheinlich in einer Zeit, wo man sich gern erbauen möchte. Aber der Krieg in der Ukraine, er zeigt ja, Worte sind schön und gut, aber wenn man mittendrin sitzt im Schlamassel, dann sind schöne Worte ganz nett gemeint vielleicht. Nein, Ostern heißt, in Bewegung gesetzt zu werden. Ostern hat Konsequenzen für unser Leben und vor allem auch für unser Sterben. Der Friedhof ist nicht die Endstation, die Durchgangsstation zu einem neuen Leben. Jesus hat dem Tod alle Macht genommen. Das ist ja dieses Besondere der christlichen Botschaft. Ich habe gelesen von einer Gemeinde in der Ukraine, die Ostern feiern. Die wurden gefragt, wie könnt ihr Ostern feiern? Das ist doch die einzige Botschaft. Jesus hat dem Tod alle Macht genommen und allen finsteren Mächten. Und wenn sie noch so brutal dreinschlagen, Jesus ist stärker, er ist größer. Und es kann nur eines helfen, dass Gott eingreift und dass Gott einfach diesen mächtigen Schranken setzt. Und Gott kann es. Und deswegen ringen und beten. Menschen auf ganz vielfältige Weise tragen ihren Anteil, um diesen Konflikt einfach einzuhegen. Wir haben die Macht des Gebetes, wo wir nicht an der Front stehen. Wir haben die Macht des Gebetes, das zu leben. Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Eine verändernde Tat. Ja, es soll durch uns in dieser Welt etwas aufscheinen von Gottes Herrlichkeit. Eigentlich erscheint ja die Herrlichkeit Gottes in jedem Menschen, in jedem Gesicht, denn Gott hat ja den Menschen zu seinem Bilde geschaffen, unvergleichlich einzigartig. Aber so sind wir Menschen. Aus eigener Kraft können wir nichts tun. Und deswegen kommt ein viertes hinzu, nämlich die Verheißung. Er, der Auferstandene, wird vor euch hergehen. Ja, wohin? Nach Jerusalem? Nein. Es steht wirklich so drin, nach Galiläa. Was war denn Galiläa? Das war doch dieser Ort, wo die ersten Jünger berufen wurden, wo die beim Fischfang waren und mitten im Alltag von Jesus angesprochen wurden. Seht, er wird vor euch hergehen nach Galiläa. Galiläa, das war ihr Zuhause. Hier hatten sie Heimat, hier hatten sie Arbeit. Galiläa war ihr Alltag und dorthin will der Auferstandene ihnen vorangehen. So ist das bis heute. Galiläa, das ist unser Alltag, das ist unser Beruf, das ist unser Geschäft, unsere Familie. Galiläa ist da, wo unsere besonderen Interessen liegen, wo wir uns tagtäglich vorfinden, wo wir was zu leisten haben, wo man etwas von uns erwartet. Galiläa ist die Station unserer alltäglichen Bewährung. Dieses Galiläa, unser Alltag, soll der Treffpunkt mit dem Auferstandenen sein. Er wird vor euch hingehen nach Galiläa. Jesus Christus, der Auferstandene und Lebendige, will unser ganzes Leben durchdringen und erneuern, an jedem Tag, am Sonntag und am Werktag. Er ist da, ob wir arbeiten oder feiern, ob wir gesund sind oder krank, glücklich oder unzufrieden. Er ist da, weil es Ostern geworden ist. Seitdem dürfen wir in unserem Alltag stehen als Menschen, die mit der Kraft Jesu rechnen, in allem, was sie tun. Als Menschen, die im Frieden Gottes leben und die anderen diesen Frieden bringen,
Wir leben als Gehaltene in den Stürmen der Zeit, als Hoffende in der Verzweiflung, als Bewahrte und Getröstete im Tod. Bis hinein, wo wir an den Gräbern stehen, als Getröstete, weil Jesus auferstanden ist. Ostern ist die große Wende. Seit Ostern gibt es Hoffnung. Christus lebt. Und diese Hoffnung erschöpft sich nicht in diesem Leben. Das wäre ja schlimm für die Menschen, die schon früh sterben müssen, die das nicht auskosten können, wie manche reiche Menschen, die überhaupt nicht wissen, wohin mit ihrem Geld. Nein, diese Hoffnung, sie reicht über den Tod hinaus. Und wir hoffen, weil der Auferstandene uns seine Hand bietet. Und wir wissen gewiss, seine Hand ist verlässlich. Und so schenkt er sich uns heute und hier ganz konkret, wenn wir hier spürbar, erlebbar ihn bekommen, unter Brot und Wein. Er ist da, mitten unter uns. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Kommt mit Gaben und Lobgesang, Lied Nummer 229, die Strophen 1 bis 3. Ganz bewusst wollen wir uns erinnern lassen an das, was Jesus uns schenkt. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach und gab seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl und dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus,
Das ist mein Blut des Neuen Testamentes, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr's trinket, zu meinem Gedächtnis. So oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Friede des Herrn sei mit euch allen. Sie sind herzlich eingeladen, nach vorn zu kommen. Sie sind herzlich eingeladen, nach vorn zu kommen. Auf dieser Seite Brot, hier dann Wein. Und während der Abendmahlsfeier werden Strophen von zwei Liedern gesungen. Einmal das Lied 116, 1 bis 5, er ist erstanden, Halleluja. Und vom Lied auf, mein Herz mit Freuden, Lied Nummer 118, 1 bis 8. 112. Das war jetzt ein Fehler. Kommt herzu, es ist alles bereit. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut.
Danket dem Herrn, denn er ist freundlich. Halleluja. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du bist der Gott des Lebens. Öffne unsere Augen vor dem Wunder des Lebens, dass wir dich, den auferstandenen Herrn, sehen. Ein helles Licht in unserem Alltag, im Dunkel der Angst und auch noch in der Nacht unseres Todes. Lass das Licht der Auferstehung leuchten in unseren offenen Fragen. Und diese sind eine Menge. Gerade im Blick auf die Kriege in der Welt, ganz unmittelbar in der Ukraine, im Blick auf Hunger, im Blick auf das Elend, wo Menschen alles genommen wird, sie auf der Flucht sind, um ihr Leben zu retten, im Blick auf die vielen ungelösten Probleme unserer verworrenen Beziehungen. Gott, lass das Licht der Auferstehung leuchten über unseren Nächsten, unseren Angehörigen, Freunden. Du weißt um alle, die einfach schwer an etwas tragen. Du weißt, warum manche Menschen so früh von dir abgerufen wurden. Wir möchten alles dir sagen und dir klagen. Lass dein Licht der Auferstehung leuchten. In Kindergärten, in Schulen, in Rathäusern, in Regierungsgebäuden. Lass es leuchten in den Familien, in denen es offene und verborgene Not, Verzweiflung und Sorge gibt. Menschen, die krank sind und um Heilung bitten. Wir erwarten alles von dir, lebendiger Gott, der du Licht schaffst in der Dunkelheit, der du dem Tode die Macht genommen hast und Leben und unvergängliche Freude ans Licht gebracht hast. Amen. Der Herr sei mit euch. Gehet hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne euch und er behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke und bewahre euch seinen Frieden. Das Leben ist voller Spannungen. Und wenn man Musik hört, so ging es mir vorhin, als ich den Posaunenchor gehört habe, während der Predigt, volle Spannung. Und dann hat sich's aufgelöst in den Choral, großer Gott, wir loben dich. Wir sagen ganz herzlich Dank allen, die diesen Gottesdienst mit ausgestaltet und bereichert haben. Wir möchten allen Verantwortlichen danken, die in Technik, in den bescheidenen Rahmen, es ist kein Fernsehstudio, es ist so, es soll dienen, den Menschen, die einfach das gern zu Hause auch mal anschauen. Und was Sie leider jetzt nicht sehen können, aber Sie haben es in einem Standbild, glaube ich, gesehen, ein Ostergrab, das ist eine Besonderheit in Wieset, vielleicht kommen Sie mal durch Wieset, halten Sie mal an, was hier vor der Kirche gestaltet ist. Es ist unglaublich und auch an dieser Stelle allen herzlichen Dank, die sich hier so eingesetzt haben. Ich nenne keinen Namen, weil
dann vergesse ich bestimmt jemanden. Also an dieser Stelle vielen herzlichen Dank für alles Engagement in unserer kleinen Kirchengemeinde. Aber wir sind ja dankbar, dass wir noch eines sein dürfen. Und so wollen wir jetzt noch Ihnen etwas zusingen. Friede sei mit dir. Sie dürfen dazu gern noch mal Platz nehmen.